Der Öffentlich-Rechtliche in Deutschland und in Österreich hätte ja eigentlich den Bildungsauftrag und auch den Auftrag, die Menschen objektiv zu informieren. Und all das soll gewährleistet werden über die sogenannten Zwangsgebühren, weil wenn die Zuseher das Ganze finanzieren, dann gibt es ja keine Interessenskonflikte mehr und man bekommt reine Informationen und kann dann selber Schlüsse für sich ziehen und bildet sich dann selbst eine Meinung. Das heißt, man bekommt einfach nur die Informationen. Das ist der Grundgedanke. Wir alle wissen, das hat nichts mit der Realität zu tun. In den Aufsichtsräten, in den Stiftungsräten ist alles politisch besetzt. Es geht bei den meisten Berichterstattungen nur noch darum, irgendeine Agenda an den Mann zu bringen. Und es gibt kaum noch wirklich objektive Berichterstattung. Das ist nichts Neues, das wissen wir alle. Läuft in Deutschland genau gleich wie in Österreich. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen, warum sollten wir weiterhin Geld für so etwas zahlen? Ja, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt. Also natürlich zahle ich doch gerne Zwangsabgaben dafür, dass ich mich dann manipulieren lasse. Also verstehe ich dann überhaupt nicht, warum man das kritisiert. Aber es gibt immer mehr von diesen Menschen, die das kritisieren. Die sagen zum Beispiel der ORF, der soll ruhig weitermachen mit seiner Berichterstattung, aber nicht mit meinem Geld, weil erstens schaue ich es mir nicht an und zweitens, warum sollte ich noch dafür bezahlen, dass man mich hinters Licht führen möchte? Und dieses gewaltige Ausmaß, wie viele Menschen mittlerweile schon unzufrieden sind mit den Öffentlich-Rechtlichen, zeigt das aktuelle Volksbegehren. Über 340.000 Unterstützer haben unterschrieben, um ein Aus für die GIS-Gebühren in die Wege zu leiten. Und das ist für ein Volksbegehren sehr viel, weil man darf ja nicht vergessen, dafür muss man extra auf die Gemeinde gehen, man muss das unterschreiben. Also das ist ein eindeutig großer Aufwand für so eine faule Demokratie, wie wir es sind. Und daher sind 340.000 Unterschriften sehr viel. Und das zeigt, dass der Öffentlich-Rechtliche immer mehr ins Wackeln und ins Wanken kommt und dass ihm irgendwann einmal vielleicht ein Ende ins Haus steht. Denn aktuell möchte ja der ORF zum Beispiel im Falle Österreichs noch übergriffiger werden. Aktuell zahlt jeder GIS-Gebühren, der ein Fernseh- oder Radiogerät zu Hause stehen hat. Aber in Zukunft möchte der ORF sogar Gebühren einheben von Leuten, bei denen das nicht der Fall ist. Das heißt, von jedem Haushalt. Und das ist ja eigentlich genau die entgegengesetzte Richtung als das, was das Volk möchte. Aber das kennt man ja vom ORF. Wie gesagt, die politischen Parteien, die so bei diesen Öffentlich-Rechtlichen im Hintergrund stehen, die haben das ja auch genau gleich, so mit dem Wählerwillen und so weiter und so fort. Und auch interessant ist noch eine Umfrage von heute.at. Dort sind über 84% der Bevölkerung gegen diese GIS-Gebühren. Also das sind dann alles so unfassbar schlimme Schwurbler oder vielleicht Rechte und die möchten sich halt einfach vielleicht nicht weiter hinters Licht führen lassen und dann dafür noch Geld bezahlen. Ja, und die Programmqualität, die schwindet ja auch überhaupt nicht. Also ich schaue mir jeden Abend um 20:15 Uhr hier das Qualitätsfernsehen an. Ich bin immer sehr dankbar dafür, für diese hochqualitative Unterhaltung. Wirklich, absolut. Und wir alle wissen, wie es mit dem Volksbegehren weitergehen wird. Das wird man im Parlament behandeln und irgendwann geht es bei der Hintertür wieder raus und es wird nichts passieren. Aber es zeigt trotzdem ganz eindeutig, in welche Richtung es geht. Und warten wir nur ein bisschen ab. Schauen wir mal, wie oft sie sich noch Verfehlungen erlauben, wie viel Einfluss politisch noch ausgeübt wird. Und irgendwann einmal wird der Zeitpunkt kommen, da wird dieses ganze System in sich zusammenkrachen und die Öffentlich-Rechtlichen werden mit dabei sein. Ich wünsche euch wie immer alles Gute, bitte sehr gerne in die Kommentare schreiben. Seid überrascht von so einem großen Unterschriftsergebnis, 340.000 Menschen, das ist schon einiges. Wie steht ihr aktuell zu den Öffentlich-Rechtlichen und zu den Gebühren? Gut, die letzte Frage, glaube ich, beantwortet sich von selbst, aber trotzdem sehr gerne kommentieren. Abonniert mich noch hier auf YouTube, schaut unbedingt bei Telegram vorbei und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.